Wir haben diesen Vortrag mit folgendem Text beworben. Ich lese vor. Lobpreis machen. Diese Redewendung ist in aller Munde, aber wie geht das ganz praktisch? Von einem Machen kann ja keine Rede sein. Um einen Vortrag über How to Worship geht es sicher auch nicht. Erstens geht es in diesem Vortrag deshalb darum, dass wir Lobpreis als Charaktersache, als eine Sache des Seins verstehen lernen, weg von einer bloßen Performance. Aber wie bekommt man das hin? Dann ist Lobpreis zweitens zwar eine sehr persönliche Sache, gehört aber auch in den Gottesdienst. Und der Gottesdienst gehört in den Alltag und in die Welt. Lobpreis ist nicht nur privat, nicht nur eine Sache des Gottesdienstes, sondern er gehört auch in die Öffentlichkeit. Denn er ist Teil des Glaubenslebens, wie das Evangelisieren in Wort und Tat ja auch, ja sogar eng mit dem Evangelisieren verbunden. Darum geht es auch in diesem Vortrag. Diese zwei Seiten sollen in diesem Vortrag anhand praktischer Beispiele aus der Bibel und der Erfahrung vieler Christen betrachtet werden. Guten Abend, herzlich willkommen zu diesem Abendvortrag. Mein Name ist Martin Heißwolf. Ich arbeite hier am BSK als Bereichsleiter und Dozent für Missiologie. Ich begrüße die Leute, die heute über YouTube bei uns dabei sind. Vielleicht das erste Mal heute sogar. Dann herzlich willkommen zum Abonnieren unseres Kanals und auch zum Reinschnuppern mal auf der Homepage des BSK. Wir haben Gesprächszeiten nachher auch geplant. Ich weiß nicht, inwieweit das funktionieren wird. Für die Leute, die im Chat zuschauen, gibt es die Möglichkeit, bei YouTube zuschauen, gibt es die Möglichkeit, die Chat-Funktion zu verwenden und da Fragen und Anmerkungen und Beiträge reinzustellen. Ja, Charaktersache und Handeln im Alltag. Das sind die zwei Pole. Wir werden allerdings im Vortrag die Reihenfolge anders machen. Wir fangen mit dem einfachen Thema an, mit dem Handeln, und sprechen dann im zweiten Teil über das schwierigere Thema, über den Charakter. In beiden Teilen schauen wir uns Texte aus dem Alten Testament an. Genauer gesagt, Texte, die mit dem Gesetz zu tun haben. Denn Anbetung ist in ihrem tiefsten Wesen Liebe, und Liebe ist in ihrem tiefsten Wesen Gehorsam. Ich weiß, diesem Satz wird lebhaft widersprochen. Jack Deer etwa schreibt in seinem Vorwort zu dem Buch von Mike Bickles, Leidenschaft für Jesus: Was bedeutet es, Gott mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele und unserem ganzen Verstand zu lieben? Einige haben versucht, die Liebe zu Gott als Gehorsam Gott gegenüber zu definieren. Sicherlich gehört zu echten Gottesliebe auch Gehorsam dazu. Aber wir alle wissen, dass man sehr wohl jemandem gehorchen kann, ohne wirklich die Person zu lieben. Liebe ist nicht nur Gehorsam, sondern sie ist auch Leidenschaft. Gehorsam ohne Leidenschaft für Gott ist nicht Liebe, sondern lediglich Disziplin, soweit Jack Deere. Ich entgegne, mein Vortrag läuft in eine andere Richtung tatsächlich. Der Herr Jesus selbst widerspricht an dieser Stelle. Er sagt, Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Zweite Entgegnung: Gehorsam ohne Liebe ist nicht Gehorsam, weil Gehorsam oder Gehorchen von Horchen kommt. Horchen oder Hören ist eine Frage der Liebe. Wenn ich jemanden liebe, höre ich ihm zu, und im Fall von Gott gehorche ich ihm. So sagt
Jesus, auch in Johannes, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Das ist in der Bibel der tiefste Ausdruck für Liebe. Und sie folgen mir, sie gehorchen. Wir kommen später ausführlich zu diesem Thema. Dritte Entgegnung, Gehorsam ohne Liebe ist nicht Gehorsam, sondern Kadavergehorsam. Auch auf den Unterschied zwischen Gehorsam und Kadavergehorsam kommen wir im Folgenden noch zu sprechen. Und dann hat Jack Deere natürlich auch recht. Ohne Leidenschaft geht es nicht, auch dazu noch später. Jetzt, wie versprochen, zwei Teile. Der erste Teil hat mit einem großen Gesetzestext im Alten Testament zu tun, mit den 10 Geboten. Wir können unmöglich die 10 Gebote alle jetzt behandeln, aber ich werde ein Gebot herausgreifen, von dem ich sage, es ist der Eckstein der 10 Gebote. Das ist das Gebot, das oft als Stiefkind behandelt wird. Es ist das letzte der Gebote, das ja in der Bibel auf gar keinen Fall das Letzte ist, das gerade da hinten nochmal dranhängt. Ja? Das ist ein sehr wichtiges Gebot und ich möchte zeigen, wie wichtig das ist, indem ich ein bisschen Architektur mache. Man kann die 10 Gebote mit einem Torbogen vergleichen oder mit einem Gewölbe. In einem Gewölbe gibt es verschiedene Steine, verschiedene Steinarten mit verschiedenen Aufgaben. Da ist zuerst der Grundstein, dann kommen die Zwangssteine, das sind die großen Steine auf dem Grundstein, dann kommen die Wölbsteine oder Friesen und oben ist der Keilstein oder Schlussstein oder Scheitelstein. Also zuerst brauchen wir den Grundstein. Von ihm lesen wir in der Einleitung der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Die Grundlage der biblischen Ethik ist immer das, was Gott ohne jedes menschliche Zutun getan hat. Im Neuen Testament nennen wir das Gnade. Biblische Ethik beginnt mit Gottes Gnade. Ich habe dich befreit. Ich bin dein Gott. Was für ein Geschenk. Und dort beginnt Anbetung. Und wenn Anbetung nicht dort beginnt, an dem, was Gott tut, dann ist sie keine Anbetung. Das sehen wir in Psalm 100, einem wunderschönen Beispiel für Anbetung. Ich lese die Verse 2 bis 3. Jauchze dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Völliges Geschenk. Und von dort kommt die Anbetung. Wenn Anbetung nicht bei den Taten Gottes beginnt, dann ist sie keine Anbetung. Und das andere gilt auch. Wenn Anbetung bei den Taten Gottes aufhört und nicht zu unseren Taten im Alltag weitergeht, dann ist es auch keine Anbetung. Deshalb kommen dann die Verpflichtungen in den 10 Geboten. Du sollst. Die nächste Steinart sind die Zwangssteine. Das sind die großen Steine rechts und links auf dem Grundstein. Sie zwingen die Wölbsteine oder Friesen in die Bogenform. Sie sind etwas keilförmig auch geschnitten. Sie müssen sehr stark sein. Die müssen den Druck von oben aushalten und den Druck zur Seite. Deshalb sind sie sehr groß. Im Fall der 10 Gebote ist das das erste Gebot und das fünfte Gebot. So lesen wir in 2. Mose 20, Vers 3. Das ist das erste. Diese Zwangssteine. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Zwangsstein für die erste Tafel. Der ersten Tafel geht es ja um die Beziehung zu Gott. Oft bleibt die Anbetung dort stehen.
bei der Beziehung zu Gott. Deshalb ist es wichtig, zu den 10 Geboten gehört auch die zweite Tafel. Und da lesen wir in Vers 12, der Zwangsstein, das entscheidende, grundlegende Gebot der zweiten Tafel ist, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das ist der Zwangsstein für die zweite Tafel, in der es ja dann um die Beziehung zu den Menschen geht. Dann kommen die ganzen keilförmigen Steine, die Friesen oder Wölbsteine, die den Bogen bilden. Das sind die verschiedenen anderen Gebote. Und ganz zum Schluss wird dann oben der Schlussstein eingesetzt. Er hält die Wölbsteine zusammen, aber er trägt sie nicht. Ja? Er hält sie zusammen. Wenn er herausgenommen wird, fällt alles in sich zusammen. Das ist das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Mit diesem Gebot können viele nichts anfangen. Das ist aber ein entscheidend wichtiges. Also hier geht es nicht ums Handeln, wie bei den anderen Geboten, sondern es geht um das Recht, um die rechte Einstellung zum Handeln. Es geht um die Herzenseinstellung. Ohne Bild, ohne die rechte Herzenseinstellung nützt alles gute Handeln nichts. Die biblische Ethik bricht in sich zusammen. Und da kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, der heißt der Herr des Herzens. Das 10. Gebot ist anders als die anderen. Die anderen Gebote sprechen von äußeren Taten. Hier hat dir natürlich recht, wenn man die 10 Gebote ohne die rechte Herzenseinstellung hält, dann ist es bloße Disziplin. Die rechte Herzenseinstellung gehört dazu. Das 10. Gebot spricht vom Herzen, vom Begehren. Im 10. Gebot, so ein Theologe mit dem schönen Namen Pink, er schreibt, im 10. Gebot verpflichtet Gott unseren Geist ausdrücklich einem Gebot, das uns sogar das Gelüsten nach allem anderen verbietet, was er unserer Begehrlichkeit versagt. Um Menschen vor der sündigen Handlung zurückzuhalten, ist es das Beste, dass Gott ihnen das Verlangen bereits im Herzen verbietet. Natürlich reichen auch die ersten 9 Gebote immer auch in das Herz hinein und in die geheimsten Absichten der Seele. Aber der Herr hielt es für wichtig, das im 10. Gebot schlicht und wortwörtlich festzulegen. Hier tadelt er ausdrücklich, wenn die erste Liebe unseres Herzens irgendeinem Objekt gehört, das er durch die anderen 10 Gebote geschützt. Auf diese Weise hält er das Ganze zusammen. Es geht hier um die Frage, wem gehört meine Liebe? Und das ist zutiefst die Frage, in der es um Anbetung geht. Die 10 Gebote beginnen mit Gott und sie enden mit den innersten Herzensgedanken. So gehört das 1. und das 10. Gebot zusammen, weil das Begehren Dinge auf den Thron unseres Herzens setzt, der nur Gott gehört, den wir anbeten, indem wir ihn auf den Thron setzen. Noch einmal Pink, durch dieses Gebot schauen und bewundern wir die grenzenlose Herrschaft des großen Gottes. In diesen Sätzen spürt man etwas von der Leidenschaft, von der dir spricht. Er ruft seine Herrschaft über die verborgensten Begierden aus. Seine Herrschaft reicht hinab bis in die Tiefen der Seele und verpflichtet selbst Gedanken und Fantasien. Das vermag kein menschliches Gesetz. So kehrt das 1. Gebot, das 10. zum 1. zurück, und da spüren wir eben diese Leidenschaft. Jetzt wird es ganz praktisch. Jetzt schauen wir uns Anwendungen und Beispiele an. Wie halten wir es mit dem Begehren? Ich könnte auch sagen, was beten wir an? Ganz praktisch im Alltag.
Das Begehren, das hier im 10. Gebot so verboten ist, kann unsere Anbetung zerstören. Sie kann die größten Gehorsamstaten entwerten. Ich komme hier jetzt auf Punkte zu sprechen, die man üblicherweise nicht mit Anbetung in Zusammenhang bringt. Aber hier wird es nun eben ganz praktisch für den Alltag. Das sind dann übrigens auch Punkte, die etwas mit dem öffentlichen Charakter der Anbetung zu tun haben. Das erste ist der alte Slogan, Geiz ist geil. Also wer kennt das noch? Das war ein Werbeslogan der Elektronikhandelskette Saturn, seinerzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in anderen europäischen Ländern. Er wurde ab Oktober 2002 im Rahmen einer länger laufenden Werbekampagne in Printmedien, im Rundfunk und im Fernsehen eingesetzt. Seither ist das als Sprichwort, Geiz ist geil. Davor gab es den Spruch, spar dich reich. Den gab es ab 1997 und dann ab 2002, Geiz ist geil, und ab 2007 wurde das dann ersetzt. Wir lieben Technik, wir hassen teuer. In der Schweiz und in Österreich blieb der alte Spruch erhalten, Geiz ist geil. Und wir sehen hier auch in den Niederlanden so ähnlich, gierig und faul machen glücklich. Ja, das ist also das Thema, Geiz ist geil. Hier wird Anbetung ganz praktisch. In den 10 Geboten, da geht es nicht nur um Einzelpersonen, sondern da geht es um ganze Gesellschaften auch. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Habgier, des Geizes und der Lust. Es ist eben damit deutsches Lebensgefühl auf den Punkt gebracht. Geiz ist geil, wie fieberhaft die Augen da leuchten, wenn ich was billig kriege, ja, ein Schnäppchen. Dieses irre Flackern der Augen bei Geiz und Habgier, das ist das Gegenteil der leuchtenden Augen bei der Anbetung. Und das eine schließt das andere aus. Ohne Frage. Jesus hat das auf den Punkt gebracht. Er sagt in Matthäus 6, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge rein ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wenn du nur dieses fieberhafte Glühen in den Augen hast, ja, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das Schlimme ist, dieses Geiz ist geil, ist Teil unseres Systems, unseres Wirtschaftssystems. Ohne den totalen, ungebremsten und unreflektierten, geizigen, habsüchtigen Konsum funktioniert der Kapitalismus nicht. Ich bringe hier ein längeres Zitat von diesem Herrn, Erich Fromm, ein Psychoanalytiker, der sich sehr mit dem Thema Konsum auseinandergesetzt hat. Man kann das besser gar nicht ausdrücken, wie er das darstellt, deshalb dieses längere Zitat. Hier handelt es sich um einen neuen Menschentyp, den Homo consumens. Sicher gibt es immer noch den Homo faber, den schaffenden Menschen. Ob es den Homo sapiens, den denkenden Menschen, überhaupt noch gibt, mag bezweifelt werden, denn der Homo sapiens gebraucht seine Vernunft als Mittel zum Überleben. Das macht der Homo consumens nicht. In einer Situation, in der die Vernunft dazu benutzt wird, das Überleben in Frage zu stellen, in der die größten Kräfte der Vernunft dazu benutzt werden, um uns an den Rand der allgemeinen Zerstörung zu bringen, mag man in der Tat bezweifeln, ob der Mensch noch ein Homo sapiens ist oder ob er schon aufgehört hat, das zu sein. Was man wohl nicht bezweifeln kann, ist, dass der Mensch heute beginnt, ein Homo consumens zu werden, ein totaler Konsument
und dass dieses Menschenbild fast den Charakter einer neuen religiösen Vision hat, in der der Himmel ein einziges Warenhaus ist, in dem sich jeder Mensch jeden Tag Neues kaufen kann, und zwar alles, was er will und sogar noch ein bisschen mehr als sein Nachbar. Diese Vision des totalen Konsumenten ist in der Tat ein neues Menschenbild, das sich die Welt erobert, und zwar ganz ohne Unterschied bezüglich der politischen Organisation oder Ideologie. Es ist jener Mensch, für den alles zum Konsumartikel wird. Zigaretten und Bier, Likör, Bücher, Liebe, Sexualität, Vorlesungen und Bildgalerien. Es gibt überhaupt nichts, was sich für diesen Menschen nicht zum Konsumartikel verwandeln könnte. Worin besteht nun, psychologisch gesehen, diese Haltung des Konsumierens? Und Fromm antwortet: Unbewusst ist dieser neue Typus Mensch ein passiver, ein leerer, ein ängstlicher, ein isolierter Mensch, für den das Leben keinen Sinn hat und der zutiefst entfremdet und gelangweilt ist. Der ewige Säugling, der nicht nur auf die Flasche wartet, sondern für den alles zur Flasche wird, der nie eine Selbstaktivität entwickelt. Die totale Befriedigung aller Begierden, jetzt, sofort, ist für viele heute der höchste Wert. Warten und für etwas arbeiten sind out. Verzicht kommt schon gar nicht in Frage. Wir sehen, wir wollen, wir klicken, und Amazon bringt den Segen am besten noch heute Nachmittag, so schnell wie möglich. Wir müssen als Christen sehr darauf achten, dass wir uns von dieser zutiefst gottlosen Herzenseinstellung nicht vergiften und anstecken lassen. Das ist nicht kompatibel mit Anbetung. Fasten ist eine gute Medizin dagegen. Nicht mit Essen unbedingt, sondern mit dem, was wir unbedingt jetzt wollen und jetzt haben müssen. Wir können die Frage stellen, geht es auch ohne? Auf diese Weise entthronen wir unsere Lust. Wir machen den Thron frei für den König der Herzen, dem allein unsere Anbetung gehören soll. Diese Art der Anbetung bestimmt auch unser öffentlich sichtbares Handeln, aber auf jeden Fall. Wenn wir nicht das neueste Handy haben, nicht das neueste Gadget, nicht die coolsten Klamotten. Unser christliches Zeugnis und damit unsere evangelistische Glaubwürdigkeit, denen tut das gut. Loben mitten im Leben. Wir sehen, dass wir hier durch das Thema Geiz ist geil eine große Herausforderung haben, wo es ganz viel Umdenken braucht. Jetzt müssen wir über Umweltdinge reden. Mehr denn je. Wir müssen über ökologische Nachhaltigkeit reden. Deutschland hat, das ist Geschichte, da kann man das ja auch genau benennen, 2021 bereits am 5.5. die Umweltressourcen verbraucht, die uns Deutschen für ein ganzes Jahr zustehen. Das nennt man den Earth Overshoot Day oder den deutschen Earth Overshoot Day. Für das Jahr 2022 ist dieser Tag auch schon berechnet. Es wird wohl der 4. Mai werden, also etwas früher. Was heißt das, Earth Overshoot Day oder Country Overshoot Day? Das heißt, ab diesem Datum bis zum Ende des Jahres nehmen wir die Umweltressourcen den anderen weg, vor allem den Menschen in den armen Ländern. Und das ist Habgier und das widerspricht zutiefst dem 10. Gebot. Das ist auch so ziemlich das Gegenteil von dem, was Jakobus gute Anbetung oder guten Gottesdienst nannte.
Ja, er sagte, sich um Witwen und Waisen zu kümmern, das ist guter Gottesdienst. Mit unseren Worten heute gesagt, den Menschen, die in Armut leben, und denen sollen wir die Ressourcen nicht wegnehmen auch noch. Der globale Earth Overshoot Day war am 29. Juli. Was heißt das konkret? Da hatten wir weltweit die Ressourcen aufgebraucht, die die Erde in einem Jahr erneuern kann. Und ab dem 29. Juli nahmen wir die Umweltressourcen unserer Kinder weg. Wir denken gar nicht darüber nach, dass das bedenkenlose Verschwenden von Rohstoffen ein Brechen des 10. Gebotes ist, ganz konkret. Hier wird Anbetung sehr alltäglich. Fragen zur Anbetung im Alltag würden lauten, und ihr könnt euch da noch andere ausdenken, warum nicht öfter mal zu Fuß gehen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen? Warum zum Einkaufen keine Jutetasche mitnehmen? Warum nicht langsamer und sparsamer fahren? Warum nicht Urlaub in Deutschland machen? Warum nicht von Hand abwaschen? Warum nicht auf Fleisch verzichten, wenigstens an 3-4 Tagen in der Woche? Interessant, nicht wahr? Aber diese Fragen haben tatsächlich auch mit dem 10. Gebot und damit mit Anbetung zu tun. Dann noch ein anderer Punkt. Selig sind, die reinen Herzens sind. Das ist eine Seligpreisung, aus Matthäus 5, Vers 8. Das ist das positive Gegenstück zum 10. Gebot. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir müssen uns fragen, sind unsere Herzen rein? Was füllt unsere Herzen? Was begehren sie? Bei was leuchten unsere Augen? Die leuchtenden Augen, das ist ein wunderbarer Ausdruck für das Herzstück der Anbetung. Das Gegenstück zu den leuchtenden Augen sind die Augen, die in Lust und Gier glühen, wenn sie auf die Götzen schauen, auf den Materialismus. Holbert, ein amerikanischer Theologe, der sich sehr verdient gemacht hat um die praktische Auslegung der 10 Gebote, er stellt hier eine Frage, die möchte ich zweimal lesen, weil sie so wichtig ist. Wie können wir unsere Herzen auf Gott richten, wenn sie mit den Dingen dieser Welt durchtränkt sind? Gewalt, Sex, Spielsachen für Kinder und Spielsachen für Erwachsene? Wie können wir unsere Herzen auf Gott richten, wenn sie mit den Dingen dieser Welt durchtränkt sind? Gewalt, Sex, Spielsachen für Kinder und Spielsachen für Erwachsene. Was schauen wir an? Womit füllen wir unsere Herzen? Die folgenden Gedanken habe ich aus einem Buch von Beal. Das Buch hat den Titel »We Become What We Worship – A Biblical Theology of Idolatry«. Wir werden das, was wir anbeten, oder wir werden zu dem, was wir anbeten, eine biblische Theologie des Götzendienstes. Idolatry heißt ja wörtlich aus dem Englischen Anbetung oder Dienst von Bildern, Dienst für Bilder, Bilderdienst, Anbetung von Bildern. Und Beal schreibt, Israels Sünde bestand vor allem
im Bilderdienst. Sie wurden denen gleich, die sie verehrten oder anbeteten. In diesem Gleichwerden war ihr Untergang beschlossen. Nach Jesaja 6, Vers 6 bis 10 und anderen Stellen kam das Gericht über die Menschen, die die Götzen anbeten. Und die Götzen werden hier geschildert als solche, die weder Augen noch Ohren haben. Das ist ganz wichtig. Sie haben keine Augen und Ohren. Und das Gericht bestand nun genau darin, dass sie taub und blind werden sollten, so wie die Götzen. Sie sollten zwar hören, aber nicht so, dass sie sich noch bekehren hätten können. Das war das Gericht. Ihr werdet so wie die, die ihr anbetet. Der Vollzug kam dann Jahrhunderte später, nicht aus heiterem Himmel, sondern nach Jahrhunderten des Götzendienstes und der Abgötterei. Jesus sprach den Vollzug aus. In Matthäus 13, Vers 13 bis 15 lesen wir diese schrecklichen Worte. Ich rede zu ihnen in Gleichnissen, dass sie hören und doch nicht hören. Und dann zitiert er Jesaja 6, sonst könnten sie sich nämlich bekehren. Und dazu ist es jetzt zu spät. Beale spricht hier, er schafft da einen ganz neuen Ausdruck, sehr interessant, von der Sinnesorgan-Fehlfunktionssprache. Also ein ganz kompliziertes Wort, Sinnesorgan-Fehlfunktionssprache. Also er spricht von Begriffen und Redewendungen, die davon sprechen, dass besonders das Hören, aber auch das Sehen nicht mehr richtig funktionieren. Wie wichtig das Hören für die Anbetung ist, besprechen wir im zweiten Teil unseres Vortrags heute Abend. Zu fast alle alttestamentlichen Stellen, wo diese Sinnesorgan-Fehlfunktionssprache vorkommt, die stehen im Zusammenhang mit der Sünde des Bilderdienstes, mit der falschen Anbetung. Und hier jetzt noch einmal ganz konkret die Fragen für den Alltag, für die Anbetung im Alltag. Was schauen wir uns an? Vielleicht können wir in Gedanken ja mal die letzte Woche durchgehen. Was schauen wir uns an? Womit füllen wir unsere Herzen? Zu was wollen wir werden? Bei was leuchten unsere Augen? Anbetung beginnt mit Anschauung. Mit Anschauen. Anbetung beginnt mit Anschauung, mit Anschauen. Deshalb nennt man landläufig auch eine Frau, von der ein Mann die Augen nicht wegbekommt, seine Angebetete. Was schauen wir an? Was beten wir an? Und dann auch die Frage, was sind unsere Abgötter? Ich schließe den ersten Teil mit ernsten Worten von Dietrich Bonhoeffer. In unseren Gliedern schlummert eine Neigung für das Begehren, das plötzlich und heftig entflammen kann. Das Begehren reißt mit unwiderstehlicher Kraft die Herrschaft über das Fleisch an sich. Ganz plötzlich wird da ein schwelendes Feuer wieder angefacht. Dann brennt das Fleisch lichterloh. Dabei macht es nichts aus.
ob es sich um eine geschlechtliche Lust handelt oder um eine Lust nach Ehrgeiz, nach Eitelkeit, nach Rache, nach Liebe, nach Ehre, nach Macht oder um Habgier nach Geld oder zuletzt um jenes merkwürdige Verlangen nach der Schönheit der Welt, der Natur, dann sind wir schon dabei, die Freude an Gott in uns auszulöschen, die Anbetung, und alle Freude im Geschaffenen zu suchen. Dann wird Gott ganz unwirklich für uns, er verliert alle Wirklichkeit und nur die Lust nach dem Geschaffenen scheint uns wirklich. Der Teufel ist die einzige Realität. Satan erfüllt uns nicht mit Hass gegen Gott, nein, sondern mit so viel anderem, dass wir Gott vergessen. Wir werden zu dem, was wir mit leuchtenden Augen betrachten. Oder wie der schöne Spruch auf Englisch heißt, we are transformed by beholding. Wir werden verwandelt, indem wir betrachten und anschauen. Soweit zu diesem ersten Teil unseres Vortrags heute Abend. Ich gebe jetzt die Möglichkeit, dass Fragen gestellt werden, Beiträge gegeben werden können. Ich mache nochmal auf die Chat-Funktion im Stream aufmerksam. Man kann da jetzt Fragen reinwerfen. Ich gebe einfach ein bisschen Zeit, auch hier im Raum können wir gerne ins Gespräch kommen. Und ich habe dazu ein paar praktische Fragen vorbereitet, die lauten, wie können wir die Habgier brechen? Wie können wir nachhaltig leben? Wie können wir reine Herzen haben? Und wie kann das unser evangelistisches Zeugnis beeinflussen? Braucht manchmal vielleicht ein bisschen Zeit, bis man die Chat-Funktion findet und was reinschreibt. Schön, ich denke, wir haben am Ende vom Vortrag nochmal die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Einfach die Chat-Funktion nutzen und während dem Vortrag auch was reinschreiben oder dann auch hier im Raum, dass wir einfach miteinander ins Gespräch kommen. Also es gibt auch nachher noch die Möglichkeit nochmal, dass wir miteinander sprechen. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Hier geht es um das höchste Gebot. Also wir hatten vorher das wichtigste Gebot der 10 Gebote oder eins der wichtigsten und jetzt geht es um das höchste Gebot. Da wird uns diese Geschichte von Jesus berichtet, wie ein Schriftgelehrter zu ihm kam, um ihn auszutesten. Ja? Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und er zitiert hier eben nicht aus den 10 Geboten, sondern aus dem Glaubensbekenntnis Israels, 5. Mose 6, Vers 5. Dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich. Und jetzt zitiert er aus 3. Mose 19, Vers 18b, das andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Hier haben wir die positive Entsprechung zu dem Nichtbegehren. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt in diesem zweiten Teil mit 5. Mose 6, Vers 5, mit diesem Glaubensbekenntnis des Alten Testaments. Ich lese das nochmal vor in der Form aus 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wir können von diesem Glaubensbekenntnis ungeheuer viel lernen. Zuerst einmal bereits von der Form her können wir lernen, wie entsteht denn Glaube? Glaube entsteht durch Horchen und während des Horchens. Ich sage diesen Satz nochmal, weil er so wichtig ist. Glaube entsteht durch Horchen und während des Horchens. Und wir lernen hier auch, wie der Glaube bestätigt und gestärkt wird, nämlich durch Horchen und während des Gehorchens. Ich verwende gern das Wort Horchen. Das drückt viel mehr aus als nur das bloße Hören. Ich kann draußen ein Auto vorbeifahren, hören. Aber horchen ist das Wort, das ich verwende, wenn ich mit dem geliebten Menschen spreche. Dem horche ich zu. Und ich verwende das Wort horchen auch deshalb sehr gerne, weil es den Zusammenhang zum Gehorchen so schön herausstellt. Tatsächlich ist im Alten Testament das Wort horchen und gehorchen dasselbe, so ähnlich wie im Deutschen. Warum ist das Horchen so wichtig? Der uns ruft und zu uns spricht, ist auch der, der uns die Ohren geschaffen hat, lesen wir im Psalm 94. Es ist der Allmächtige, der souveräne Gott, von dem wir in Jesaja 50, Vers 4b lesen, dass er uns alle Morgen das Ohr weckt, dass wir wie Jünger hören mögen, horchen mögen, gehorchen mögen. Jetzt kommen zwei Kernsätze, die ich beide wiederholen möchte. Ohne dass er spricht, kann keiner hören, keiner wissen, keiner glauben. Wenn er spricht, kann keiner nicht hören, keiner nicht wissen. Noch einmal. Ohne dass er spricht, kann keiner hören, keiner wissen, keiner glauben. Wenn er spricht, kann keiner nicht hören, keiner nicht wissen. Das Glaubensbekenntnis des Alten Testaments beginnt nicht mit einem Glaube Israel oder Wisse Israel, sondern mit Horche und Gehorche. Rechtes Beten, rechte Anbetung. Und dieser Vers hat ungeheuer viel mit Anbetung zu tun. Das werden wir jetzt dann auseinandernehmen. Rechte Anbetung beginnt mit dem Hören. Darauf macht Dietrich Bonhoeffer aufmerksam. Nach dem negativen Zitat von Dietrich Bonhoeffer hier nochmal ein sehr positives Zitat. Er spricht über das Beten. Hier, so müssen wir also beten lernen. Das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht. Es lernt die Sprache des Vaters, so lernen wir zu Gott sprechen, weil Gott zu uns gesprochen hat und spricht. An der Sprache des Vaters im Himmel lernen seine Kinder mit ihm reden. Gottes eigene Worte nachsprechend fangen sie an, zu ihm zu beten.
Nicht in der falschen und verworrenen Sprache unseres Herzens. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich tue mir schwer mit dem Beten. Da kommen so schrecklich viele Gedanken in meinem Kopf. Und das ist so ein schrecklicher Durcheinander. Und wie wohltuend ist es, einfach einen Psalm aufzuschlagen und mit den Worten Gottes zu beten. Davon spricht Bonhoeffer hier, nicht in der falschen und verworrenen Sprache unseres Herzens, sondern in der klaren und reinen Sprache, die Gott in Jesus Christus zu uns gesprochen hat. So sollen wir zu Gott reden und er wird uns hören. Da geht es besonders natürlich auch um das Vaterunser, das wir aber heute nur streifen. Zum Inhalt des Glaubensbekenntnisses, da heißt es, Jahwe, der Herr, ist einer. Und das ist ja nun ein Thema, da hängt auch das Thema der Dreieinigkeit mit dran, an dem wir uns die Zähne ausbeißen, theologisch gesehen. Und wo der Verstand einfach nicht fertig wird. Jahwe ist einer, das ist auch keine Wahrheit, die zu verstehen wäre, sondern es ist eine Liebe, der wir uns hingeben sollen. Das ist der ganz andere Zugang zu diesem Glaubensbekenntnis. Jahwe ist einer, das ist keine Wahrheit, die zu verstehen wäre, sondern es ist eine Liebe, der wir uns hingeben sollen. Das ist die tiefste Bedeutung des ersten Gebots. Wohl gibt es machtvolle Götter. Aber für Israel gilt, 2. Mose 20, 3, außer mir sollst du keine anderen Götter haben. Jahwe ist der einzige Gott für sein Volk und er hat deshalb das Recht auf die ungeteilte Liebe seines Volkes. Das ist Anbetung. Und einer meiner verehrten Lehrer hat es so zusammengefasst: Wer Jahwe von ganzem Herzen liebt und ihm allein dient, das ist Anbetung, der hat keine Zeit für andere Götter. Und jetzt schauen wir uns diese einzelnen Punkte an, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Von ganzem Herzen, das heißt, nach hebräischem Sprachverständnis, dass die Intelligenz ganz Gott gehören soll. Dass wir Gott mit unserer ganzen Intelligenz lieben sollen. Das Herz ist im Alten Testament der Sitz der Intelligenz und dann vor allem der Ort, an dem wir hören und hörend verstehen und das, was wir da hören an Gottes Willen, in die Tat umsetzen, das gehorsame Planen. Wir hören von Gott, wir planen im Gehorsam, wie wir das in die Praxis umsetzen. Das heißt Herz auf Hebräisch, diese Art von Intelligenz. Gott lieben heißt, und damit Anbetung heißt, mit einem hörenden und gehorchenden Herzen auf ihn horchen. Anbetung heißt, mit einem hörenden und gehorchenden Herzen auf Gott horchen, beim Lesen der Bibel, beim horchenden Beten, beim Hören einer Predigt, auch im Gespräch mit anderen Christen. Gott hat eine große Vorliebe dafür, durch andere Christen zu uns zu reden. Wer nicht so mit einem horchenden Herzen auf Gott achtet, der mag Gott mit seinen Gefühlen vielleicht lieben. Der mag vielleicht auch wunderbaren Zeiten der Anbetung erleben. Aber jetzt in diesen Worten gesetzt, in diese Worte gesetzt, er liebt Gott nicht von Herzen. Hier wird das Thema Anbetung jetzt natürlich zu einem Thema, das sehr alltäglich ist.
und das außerhalb des emotionalen Erlebens im Gottesdienst stattfinden muss. Fragen wir uns, wie sieht unser Alltag aus? Gehen wir auch wieder hier nur eine Woche zurück? Prüfen wir uns immer wieder, wie viel Zeit verbringe ich mit dem Horchen auf Gott? Womit verbringe ich mehr Zeit? Und dann die Gehorsamsfrage, was soll sich ändern und was will ich ändern? Jetzt kommt natürlich der Einwand, muss Liebe nicht spontan sein, damit sie Liebe ist? Muss Liebe nicht spontan sein, damit sie Liebe ist? Wer so fragt, der spricht von einer romantischen, gefühlsorientierten Liebe. Nicht von dem, um was es hier geht. Muss Anbetung nicht mit Leidenschaft und brennender Liebe einhergehen? Wer so fragt, begrenzt den Bereich der Religion auf das Gefühl. Und er schließt den Bereich des planenden Denkens, des Intellekts, den Bereich des Horchens und Gehorchens aus der Anbetung aus. Mit dem, dass wir hier Gott von ganzem Herzen lieben sollen, ist aber etwas anderes gemeint, nämlich, dass wir unser Leben danach planen und formen, wie wir Gott am besten gehorchen können. Das ist Anbetung. Verlangt Gott blinden Gehorsam? Auch das war ja die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Gehört blinder Gehorsam zur Anbetung dazu? Nein, natürlich nicht. Wir gehen hier zu einer zentralen alttestamentlichen Geschichte zu diesem Thema. Das ist eine erschreckende Geschichte. Dazu müssen wir zuerst wissen, das, was wir heute Anbetung nennen, das findet im Alten Testament statt an einem Ort, den Gott und in einem Ritus, den Gott sehr detailliert bestimmt hat, das, was alles unter Opferdienst im Alten Testament zu lesen ist, das ist Anbetung zur damaligen Zeit. Das ist die Vorbemerkung und jetzt schauen wir uns die Geschichte an von Saul und seinem Ungehorsam. Ja, er sollte auf den Propheten warten und der Prophet würde die Anbetung, den Opferdienst machen. Und er wartete nicht. Außerdem hat er den Auftrag Gottes nicht richtig ausgeführt. Und da kommen dann diese schweren Sätze von Samuel. Saul, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, in Klammer, in unseren Worten heute, an der Anbetung? So wie er am Gehorsam im Alltag nämlich gegen die Stimme des Herrn gefallen hätte? Siehe, Gehorsam, ich sage es in Klammern dazu, im Alltag ist besser als Opfer, als Anbetung und Aufmerken, da steht das Wort Horchen. Horchen ist besser als das Fett von Wittern, wieder Anbetung. Also Gehorchen ist besser als Anbetung. Die Liebe für Gott vom ganzem Herzen, die Anbetung, wie kommt die jetzt in den Alltag? So, dass alles davon bestimmt wird. Ich denke, hier ist das hörende Gebet sehr wichtig. Horche, höre Israel. Das muss in unserem alltäglichen Gebetsleben einen Ort haben, dieses Horchen. Die Anbetung kommt so in den Alltag, dass wir unsere alltäglichen Aufgaben, unsere Mitmenschen und unseren Umgang mit unseren Mitmenschen
im hörenden Gebet vor den Herrn unseres Herzens bringen, jeden Morgen. Er will uns gerne Weisung geben, wie wir uns etwa in einer bestimmten Situation Gott wohlgefällig verhalten, was wir unseren Mitmenschen als besonderes Wort Gottes sagen dürfen, wie wir ihnen Gutes tun können, wenn wir nur hören wollen. Also tägliche stille Zeit, Fürbitte, hörendes Beten, und daraus kommt Evangelisation, die Menschen erreicht. Und Anbetung in diesem umfassenden Sinn gehören untrennbar zusammen. Nochmal, tägliche stille Zeit, Fürbitte und hörendes Beten, die Evangelisation und Anbetung im umfassenden Sinn gehören untrennbar zusammen. Ich habe versprochen, ich komme auf das Thema Kadavergehorsam oder blinder Gehorsam noch zu sprechen. Gott verlangt zu Recht, denn er ist unser Gott, ganzen Gehorsam, aber nicht blinden Gehorsam. Gott bricht nicht unseren Willen, wie manche Eltern das tun, sondern Gott beruft uns dazu, dass wir unseren Willen in Liebe hingeben an seinen Willen, dass wir seinen Willen zu unserem Willen machen, einfach aus Liebe, so wie wir es im Vater unser beten sollen. Dein Wille geschehe, was für ein kleiner Satz. Und Anbetung vom Feinsten. Dein Wille geschehe. Was ist der Unterschied zwischen blindem Gehorsam und biblischem Gehorsam? Blinder Gehorsam umgeht den Willen. Biblischer Gehorsam spricht den Willen geradezu an und will ihn gewinnen. Blinder Gehorsam gehorcht, ohne zu denken. Biblischer Gehorsam ist Gehorsam mitdenken und durchdenken. Von ganzem Herzen sollst du Gott lieben. Das ist das Denken, das hier gemeint ist. Blinder Gehorsam ersetzt das ethische Urteil. Ja, wie Paulus sagt, dass ihr prüft, was gut ist und Gott wohlgefällig. Biblischer Gehorsam verlangt geradezu nach diesem ethischen Urteil. Blinder Gehorsam spricht nicht die Intelligenz an, sondern blinde Instinkte. Biblischer Gehorsam verlangt nach Liebe aus ganzem Herzen. Blinder Gehorsam ist Gehorsam gegen den eigenen Willen. Eine bittere, kraftzehrende Sache. Biblischer Gehorsam ist ganzer Gehorsam, aber nie Gehorsam gegen den Willen, die reine Freude. Natürlich hat das Alte Testament nicht die Kraft, diese neuen Herzen zu schaffen, die so gehorsam sind. Das Gesetz des Alten Testaments kann das, was da in dem Glaubensbekenntnis ausgedrückt ist, nur fordern. Möglich wird das erst durch Jesus. Und er hat in diesem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen genau das in Aussicht gestellt. Jetzt kommt das. Ja? Es kommt die Zeit, die ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahre Anbetung geschieht durch und mit Hilfe des Heiligen Geistes. Mit ihm sollen wir uns erfüllen lassen oder besser gesagt kontrollieren lassen. Ich lese Epheser 5, Vers 18 bis 21 und mache ein paar Anmerkungen dazu. Paulus beginnt wo ganz anders. Er beginnt mit einem Bild. Sauft euch nicht voll Wein. Ihr wisst ja, was passiert. Daraus folgt ein unordentliches Wesen. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Dazu noch mal ganz einfach: Wenn jemand trinkt,
dann entscheidet er sich, Wein zu nehmen, ja, zu trinken. Bis dahin hat er noch selbst die Kontrolle. Das erste Gläschen entscheidet er. Aber dann übernimmt der Weingeist die Kontrolle und das führt dann in der Regel zu einem unordentlichen Leben. Und so ist es mit dem Geist Gottes eben auch, nur eben positiv. Wir sollen ihn nehmen, das ist das, was der Text eigentlich sagt, nehmt den Geist und dann übernimmt er die Kontrolle zum Positiven. Wie nehmen wir den Geist? Und da geht der Text jetzt weiter, indem wir einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern ermuntern, indem wir dem Herrn in unseren Herzen singen und spielen, indem wir Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken. So nehmen wir den Geist. Und merkt ihr, die Reihenfolge ist genau umgekehrt. Wir denken, man muss vom Geist erfüllt werden und dann kommen die Lieder. Und Paulus sagt, ihr singt diese Psalmen und diese Lieder und dadurch werdet ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann geht die Anbetung hinein in das alltägliche Leben, in die Ehen, in die Familien zuerst. Ab Vers 22 kommt das dann. Das unordentliche Wesen muss unter der Leitung des Heiligen Geistes der Ordnung weichen, konkret der Unterordnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist Anbetung. Und besonders Männer tun sich damit schwer. Deshalb spricht Paulus die Männer besonders an und sagt, ich will, dass die Männer beten an allen Orten, eben auch und gerade im Alltag, und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Soweit von ganzem Herzen. Jetzt von ganzer Seele. Seele bedeutet im Hebräischen, ich habe es hier mit dem Bild zum Ausdruck gebracht, Kehle, Schlund, der Ort, an dem ein Mensch atmet. Kehle beschreibt den Menschen als ein nimmer sattes, immer bedürftiges Wesen. Genesis 2, 1. Mose 2, Vers 7 steht wörtlich, der Mensch wurde eine lebendige Kehle. Das heißt, wir Menschen brauchen, wir müssen atmen, essen, trinken oder schreien wie das Baby hier vom ersten bis zum letzten Atemzug. Brauchen wir Kehle oder Seele, beschreibt den Menschen als bedürftiges Wesen. Und Gott von ganzer Seele zu lieben, das heißt, dass wir ihn mit unserer ganzen Bedürftigkeit lieben. Wir sollen ihn damit lieben, dass wir alles, was wir existenziell brauchen, nur von ihm erbitten. Abgötterei ist nämlich nicht nur, dass wir außer Jahwe, außer dem Herrn, noch andere Götter haben. Das viel tiefere Problem ist die tief in unseren alten Herzen verwurzelte Ableigung gegen Gottes Hilfe. Als ich das erste Mal entdeckt habe, bin ich erschrocken über mich selber. Aber außer der Hilfe von Gott gibt es keine Hilfe für nichts, oder mit den Worten des Neuen Testaments ausgedrückt, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wir kennen den Vers in etwas anderer Form, aber so kann man das durchaus übersetzen. In keinem anderen ist Hilfe, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den uns soll geholfen werden. Normalerweise übersetzen wir hier mit Heil und Rettung, obwohl beide Übersetzungen richtig sind. Aber warum übersetzen wir hier lieber mit Heil und Rettung? Zu viele Christen verstehen diesen Vers als eine Ansage über die Rettung von Sünde und Tod und Hölle. Da kann ich mich freilich nicht selber retten, da brauche ich den Gott dazu, ja, den Jesus. Und nach dieser Rettung, die sie selber nicht machen können, ja, Rettung von der Sünde,
Das sagen sie dann oder denken nur oder leben nur. Danke für die Rettung, danke Herr fürs Grobe, das, was ich nie geschafft hätte, vielen Dank. Ab hier übernehme ich dann wieder. Was für ein verzweifelter Stolz spricht doch aus den Sätzen, danke, aber nein, danke, oder wir brauchen nichts. Das können wir selber. Damit wollen wir dich doch nicht belästigen. Im Schwäbischen gibt es den groben Satz, ja, er lässt sich ums Verrecken nicht helfen. Doch Jesus will unser Retter, Helfer sein von Anfang bis zum Schluss und in allem oder gar nicht. Und das sollen wir akzeptieren. Das heißt, Gott lieben von ganzer Seele. Und das fällt uns so schwer. Es ist eine Frage des Gehorsams, dass wir Gott in allen Dingen vertrauen, vor allem in den geringsten Dingen. Wie schwer fällt es meinem stolzen Herzen, wenn ich selbst für die kleinsten Dinge bitten muss? Und je älter ich werde, umso weniger verurteile ich die Bitterkeit alter Menschen, mit der man sie manchmal sagen hört, man kann auch gar nichts mehr selber machen. Bei allem muss man sich helfen lassen. Für alles muss man fragen, was für eine Bitterkeit, ich sehe die in meinem Herzen. Von Corrie ten Boom gibt es diesen auf den ersten Blick wunderschönen Satz, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Du wirst nie verstehen, dass Jesus, dass Christus der ist, der alles ist, was du brauchst, bis Christus der ist, der alles ist, was du hast. Ja, hört sich schön an, aber dieser Satz ist eigentlich ein Zeugnis dafür, wie tief der Stolz in unserem Herzen sitzt. Erst wenn ich gar nichts anderes mehr habe, dann muss ich halt. Gell? Also Glaube heißt, dass wir alles von Gott erbitten, uns allein auf ihn verlassen. Dazu müssen wir uns, sagt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7, müssen wir uns demütigen, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Gott lieben von ganzer Seele heißt, dass wir uns in unserer ganzen Bedürftigkeit auf ihn verlassen. Habt ihr schon mal einen Hirsch röhren gehört? So ein richtig existenzieller Urschrei ist das. Der Wald zittert, wenn ein Hirsch schreit. Das klingt auch nicht irgendwie schön. Ist einfach nur verzweifelt, wie der schreit. Da lesen wir im Psalm 42, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt und röhrt, weil er sonst stirbt. So lechzt, so streit, so rührt meine Kehle, meine Seele. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Sie schreit nicht einfach so, sondern sie schreit nach dir, Gott, allein zu dir. Das ist Anbetung. Wenn wir das Vaterunser als Modellgebet nehmen, dann verstehen wir sehr gut die ersten drei Bitten. Das ist Anbetung. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel und auf Erden. Aber der Höhepunkt der Anbetung ist in der nächsten Bitte. In der vierten Bitte, in dem Schrei nach dem existenziellen Minimum. Das tägliche Brot übersetze ich auf Deutsch mal, der Lebensmittelanteil des Mindestlohns, extrem wenig. Das tägliche Brot, das Brot von der Hand in den Mund. Und darum soll ich schreien und Gott bitten um das Letzte. Nicht mal das kann ich mir selber beschaffen. Selbst dafür soll ich bitten. Gottes Reich beginnt an keinem anderen Ort als an unserem tiefsten existenziellen Mangel. Und Anbetung beginnt an keinem anderen Ort
als an unserem tiefsten, existenziellen, alltäglichsten Mangel oder es sie beginnt überhaupt nicht. Ich lese die Sätze noch mal vor. Gottes Reich beginnt an keinem anderen Ort als an unserem tiefsten existenziellen Mangel und Anbetung beginnt an keinem anderen Ort als an unserem tiefsten existenziellen alltäglichsten Mangel oder sie beginnt überhaupt nicht. Und nichts ist mehr nach dem Wohlgefallen Gottes, als dass wir ihn von ganzer Seele lieben. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt, von ganzer Kraft, mit aller deiner Kraft. Jetzt haben wir gerade gelernt, das grundlegende Element der menschlichen Natur ist Schwachheit, Armut, Bedürftigkeit. In der alttestamentlichen Anthropologie lernen wir auch, der Mensch ist nicht Geist, sondern Gott gibt seinen Geist, der Mensch ist Fleisch, der Mensch ist nicht ewig, sondern sterblich, er ist Fleisch, Schwachheit, moralisch und körperlich, er ist nicht gut, sondern schwach und verderbt und er braucht in jeder Hinsicht. Und jetzt kommt hier in diesem Glaubensbekenntnis nochmal ein ganz anderer Ton auf hier, das ist doch interessant. Von Kraft ist jetzt die Rede. Gerade haben wir noch von Bedürftigkeit gesprochen, jetzt von Kraft. Wie kann das sein? Die Antwort ist ganz einfach, gell? Das ist ein Übersetzungsfehler. Kann man gar nicht anders sagen. Das ist ein Übersetzungsfehler. Also was ist denn gemeint? Das Hebräische meint, dass wir Gott extrem lieben sollen oder übermäßig lieben sollen. Ja, wir sollen Gott extrem lieben. Ich komme auf die zwei Bibelstellen gleich noch zu sprechen. 150%ig. Ganz und gar. Die jüdische Auslegungstradition hat dieses Wort immer als eine ernste Warnung gegen alle Lässigkeit, gegen alles take it easy verstanden. Ja, und viele Christen sind heute ebenso unterwegs. Take it easy. Vielleicht auch noch mit diesem Verweis, ist ja alles Gnade. Der Gedanke wäre eigentlich umgekehrt. Eben weil alles geschenkt ist, bin ich 150%ig in meiner Liebe für diesen Gott. Vielleicht ist die Übersetzung mit allem Fleiß am besten. Wie soll ich Gott lieben? Mit allem Fleiß. Dieser letzte Teil kann für reiche Christen eine große Herausforderung sein. Reichtum kommt mit Lauheit daher. Das ist eine alte Beobachtung. Wir lesen davon schon in Offenbarung 3, Vers 16 bis 17. Du sagst, du bist reich und du bist so lau. Reichtum kommt oft auch mit Toleranz daher, dass man eben nachlässig wird und tolerant in Glaubenssachen wird. Das wird in Hosea 12, Verse 8 bis 9 beschrieben. Das reiche Mittelstandschristentum ist so sehr geplagt von der Sünde der Mittelmäßigkeit. Es ist so schrecklich, langweilig, maßvoll. Das reiche Mittelstandschristentum ist so sehr geplagt von der Sünde der Mittelmäßigkeit. Es ist so schrecklich langweilig, maßvoll. Wo haben wir denn die Kirchen, die vor Anbetung schier explodieren? Die Christen, die vor Freude tanzen, das sind Menschen in armen Ländern. Die Tage von Oswald Chambers scheinen vorbei zu sein, der gesagt hat, mein Äußerstes für sein Höchstes vorbei. Halbe Kraft voraus bringt uns auch in den Himmel. Nein, tut es nicht. Du sollst Gott lieben mit all deiner Kraft.
Nur in einem Punkt sind wir nicht halbherzig. Das ist beim Geld. Das Geiz ist geil Thema steckt uns drin bis in Glauben rein. Und das ist ein altes Thema. Der babylonische Talmud wurde um 425 vor Christus abgeschlossen. Da drin gibt es ein jüdisches Traktat, Becherot, und da wird erklärt, wie das mit dem mit all deiner Kraft zu verstehen ist. Die Ausleger erklären damals schon, dass Kraft hier Besitz und Vermögen meint. Mit aller deiner Kraft wäre dann mit deinem ganzen Geld zu übersetzen. Und ja, Opfern und Spenden ist ein Akt der Liebe für Gott, ein Akt der Anbetung. Opfern und Spenden ist ein Akt der Liebe für Gott, ein Akt der Anbetung. Was für eine Herausforderung für reiche Christen. Wir finden das meiner Meinung nach größte Wort im Neuen Testament ganz, ganz selten im Mund von Jesus. Folge mir nach. Wir lesen das von bei einer ganz begrenzten Zahl von Menschen, wo Jesus das sagte. Ich denke, das ist das Größte, was einem Menschen passieren kann, dass Jesus ihn so anspricht. Und einer von denen, der das auch hörte, der ging traurig weg. Der kam nicht zu dieser Freude der Anbetung. Das war dieser sogenannte reiche Jüngling. Und Jesus sagt von ihm, dann gib alles her und folge mir nach. Und er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Was für eine Herausforderung für reiche Christen. Ein großes Zitat von Hannah Arendt: Sacrifice is the ecstasy of giving the best we have to the one we love most. Opfer ist der ekstatische Höhepunkt, dass wir das Beste, was wir haben, dem geben, den wir am meisten lieben. Opfer ist der, und das ist Anbetung, ist der ekstatische Höhepunkt, dass wir das Beste, was wir haben, dem geben, den wir am meisten lieben. Vielleicht ist das dem einen oder anderen zu radikal. Und den Leuten möchte ich sagen, ich persönlich habe nur eine Sorge für mein Leben, dass ich nicht radikal genug bin. Dass mir die Leidenschaft abgeht in der Anbetung. Jesus hat die Kirche unserer Tage gewarnt. Da spricht Jesus von uns. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und erziehe ich. So sei nun eifrig und kehre um. Soweit zu meinem Vortrag. Ich möchte auch jetzt noch mal die Gelegenheit geben, dass wir ins Gespräch kommen. Ich müsste mal kurz schauen, ob aus dem Stream Fragen gestellt wurde oder Beiträge gegeben. Wer jetzt noch gern was reinschreiben möchte, ist gerne dazu eingeladen, auch hier im Raum. Wir können gern über das Gehörte ins Gespräch kommen. Ich habe auch hier ein paar praktische Fragen vorbereitet. Wie können wir von ganzem Herzen anbeten? Wie können wir von ganzer Seele anbeten? Wie können wir mit aller Kraft
anbeten. Und wie kann das unser evangelistisches Zeugnis beeinflussen? Soweit ich sehe, kommen aus dem Chat keine Fragen, auch hier im Raum sind keine Fragen. Dann mache ich jetzt darauf aufmerksam. Man kann das Skript bei mir bestellen. Für die hier im Raum, da hinten liegt meine Visitenkarte aus, kann man einfach ein Mail schreiben. Die im Stream können sich auf der Homepage vom BSK meine E-Mail-Adresse raussuchen und mir einfach ein Mail schreiben, dann könnt ihr das Skript bekommen. Auch wer Fragen darüber hinaus noch hat, die er jetzt nicht stellen kann, darf die gern per E-Mail dann auch schicken. Und dann würde ich einfach auch sagen, man kann meine Kollegen und mich einladen zu Vorträgen wie diesen heute Abend oder anderen. Da gibt es auf der Webseite einen sehr interessanten Bereich. Wir kommen zu Ihnen, heißt der. Und da ist jeder von uns Dozenten mit seinem Portfolio dann abzurufen und für solche Vorträge auch einzuladen. Wir machen das unheimlich gerne. Und dann sagt der eine oder andere vielleicht auch, Mann, hier studieren, das wäre noch besser. Der kann einfach von unserer Flexibilität Gebrauch machen und nächste Woche anfangen mit seinem Tempo, mit dem, was er bei uns lernen möchte. Herzliche Einladung kann man auch auf der Homepage alles nachlesen und hinten ist auch noch ein Tisch, wo Infomaterial ist. Soweit von mir heute. Ich hoffe, das kam ein bisschen raus, dass dieses Thema für mich kein Thema ist, über das ich einfach theoretisch referieren kann. Das ist ein Thema, das mich persönlich unheimlich herausfordert und fordert und hoffentlich nie aufhört, mich zu fordern. In diesem Sinn wünsche ich euch allen ganz tolle Erfahrungen mit dem Thema Anbetung. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.